noch am Erbe der Taliban festzuhalten. Da ist es auch für Musiker schwer, Fuß zu fassen. Erst recht, wenn es um Musik geht, die ihre Ursprünge in den Straßen New Yorks hat. Christian Nolden über Afghanistans ersten Rapper. DJ Basho hat es dieser Tage nicht leicht. Alles, was an die USA erinnert, ist bei vielen in Afghanistan verhasst, selbst in der Hauptstadt Kabul. Zu Zeiten der Taliban hätte es so etwas ohnehin nicht gegeben. Musik war verboten, Rap nach amerikanischem Vorbild undenkbar. Dabei singt DJ Basho in seiner Muttersprache. Leicht bekleidete Frauen wie in US-Videos gibt es natürlich nicht. Trotzdem befürchten religiöse Führer des Landes, der Rap könne die afghanischen Traditionen unterwandern. Ich mag überhaupt keine Musik, auch nicht seine. So etwas darf es nicht geben. Ich finde, solche Musik entfernt die Jugend von unseren Traditionen, von unserer eigenen Kultur. Stattdessen zwingt sie unseren Kindern auf, einer fremden Kultur zu folgen. Ein Dutzend Radio- und TV-Sender spielen dennoch Beschos Musik. In den Cafés der Hauptstadt kommt das gut an. Seine Songs drücken unsere nationale Einheit aus. Wir mögen diese Art Musik. Er ist jung und talentiert. Es ist interessant, sich seine Lieder anzuhören. Trotz der anti-amerikanischen Stimmung in den vergangenen Wochen, der westliche Lebensstil hat zumindest in Kabul Einzug gehalten. Die meisten Afghanen kommen allerdings nur zum Gucken in diesen neuen Einkaufspalast. Nach Jahren des Krieges wünschen sie sich nichts lieber als Normalität und Frieden. Und genau diese Gefühlswelt beschreibt DJ Basho. Ich mag seine Songs. Das ist wirklich gute Musik. Alle Jugendlichen hier mögen sie. Aber noch besser wäre es, wenn er sich wie ein Afghane kleiden würde. Das kommt für DJ Basho nicht in Frage. Benzan Zafam, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, hat zwar seine Kindheit in Afghanistan verbracht. Mit 10 Jahren musste er mit ansehen, wie sein bester Freund von einer Rakete getötet wurde. Doch als der Bürgerkrieg immer blutiger wurde, floh er mit seiner Familie nach Europa. Und dort fand DJ Basho die Rapmusik für sich als Sprachrohr. Ich habe damals den Song Hello Africa, Tell Me How You Doing von Dr. Alban gehört. Bei diesem Lied habe ich gedacht, vielleicht kann auch ich etwas für mein Heimatland tun. Hello Afghanistan, tell me how you doing. Hello Motherland, tell me how you doing. Something like this, you know. Das hat mir dieses Gefühl für meine Musik gegeben. Das Wichtigste an seiner Musik, sagt Basho, sei die Sprache. Deshalb rappt er auf Dari, damit die Menschen ihn verstehen. Meine Botschaft ist Frieden und der Kampf gegen Drogen. Die Menschen müssen anfangen, unser Land zu lieben und etwas dafür tun. Und diese Botschaft will er auch in Zukunft mit seinen Liedern verbreiten, in der Hoffnung, dass in Afghanistan Rap eines Tages ganz normal sein wird. US-Präsident Bush gerät wegen des Irak-Einsatzes unter Druck. Im November vergangenen Jahres sollen Marineinfanteristen in der Stadt Haditha ja 24 Zivilisten getötet.